Der deutsche Einwanderer Henry Steinway gründete Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Werkstatt im Süden von Manhattan die Firma Steinway & Sons. Im Jahr 1860 eröffnete er seine erste Fabrik in einer Gegend, durch die sich heute die Park Avenue zieht. Damals befanden sich dort viele Industrieanlagen sowie Lagerhäuser und Brauereien. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, kaufte das Unternehmen im Jahr 1870 Grundbesitz in dem heutigen Astoria-Stadtteil von Queens. Unter der Leitung von William und C.F. Theodore Steinway wurde die gesamte Produktionsstätte sowie alle Mitarbeiter in diesen unerschlossenen Vorort von New York übersiedelt. Dort entstand Steinway Village. Eine Siedlung, die sowohl die Fabrik als auch Wohnhäuser für die Angestellten und ihre Familien umfasste. Zur Zeit der Siedlungsgründung entstanden hier ein Postamt, mehrere Parks und Gießereien, eine Bibliothek sowie der Vergnügungspark von North Beach. Heute befindet sich der LaGuardia Airport auf der Stätte des einzigen Vergnügungsparks und Biergartens. Letzteres überstand die Zeit der Prohibition nicht. Steinway Mansion auf der 41st Street in Queens war jahrzehntelang der Wohnsitz der Familie. Heute wird das Herrenhaus weiterhin von einer Familie bewohnt. Einige der Wohnhäuser für Angestellte lassen sich noch immer in dieser Gegend auffindig machen. Und nicht zu vergessen, die Fabrik besteht weiterhin. Hier werden die weltberühmten Klaviere hergestellt. Eine zweite Fabrik befindet sich in Hamburg. Im Besitz von Steinway & Sons befinden sich 127 patentierte Erfindungen für den Klavierbau. Viele von ihnen wurden zwischen 1853 und 1883 eingereicht. Das Unternehmen stellt in beiden Fabriken pro Jahr ca. 2500 Klaviere her, wobei weiterhin viele derselben Methoden eingesetzt werden, die die Steinway-Familie vor fast 150 Jahren entwickelt hat.